Bezogen auf diese Arbeit hier, die Zaubererfotos, ist der Zeitenlauf ein sehr begrenzter, in dem es darum geht, in einer kurzen Zeit eine ganz persönliche Entscheidung zu finden, nämlich die, was zaubere ich. Das Fotografieren geht relativ kurz. Und innerhalb dieses Zeitenlaufes spielt sich eine kleine Geschichte ab. Ich antworte jetzt also immer in Bezug auf diese Arbeit. Wir haben dieses Buch gemacht, in dem 100 Menschen vorkommen. Ich arbeite ja an diesem Thema seit 1976, also das sind dann jetzt 34 Jahre. Wir haben dieses Buch gemacht mit 100 Menschen und ich habe gesehen, dass von diesen 100 Menschen bereits 20 gestorben sind. Das ist eine Form von Vergänglichkeit, die natürlich sehr berührend ist. Und in dieser Sammlung, die eine Art, sagen wir, Family of Men, sag ich mal, Family of es ist eine Epoche, von der bereits sehr viele Menschen vergangen sind. Die Begegnungen sind eigentlich der Grund, weshalb ich diese Arbeit an den Zaubererfotos nie aufgehört habe, denn es ist etwas Tolles, der schöpferischen Kraft eines Menschen zu begegnen. Denn dadurch, dass es ja keine Muster gibt, wie man diese Fotos machen könnte, ich sage ja zu jedem dasselbe, nämlich bitte zaubere, was immer das für dich in diesem Augenblick bedeutet, und gebe keine weiteren Anweisungen. Also es geht um die Kreativität des Einzelnen, in den nächsten Sekunden, Minuten etwas zu erfinden. Es gibt ganz erstaunliche Begegnungen mit dem Zufall hier in dieser Serie, zum Beispiel Daniel Spöri, der ja nun sehr bekannt geworden ist über das Thema Zufall, was er immer wieder bearbeitet hat. Als ich seine Serie machte, gesellte sich ein Araber dazu, der dann auch mit auf dem Blatt ist und der mitfotografiert. Ein herrlicher Zufall, der wiederum zu dem Menschen gehört irgendwie. Die einzige Versuchung, die ich bei dieser Arbeit hatte, war einmal eine Serie nicht weiterzuführen. Ein Mensch praktizierte, wenn man so will, schwarze Magie. Er wollte mit Hilfe meiner Aufforderung, meiner Arbeit, jemandem Böses wünschen. Und da war die Versuchung, abzubrechen und nicht mitzumachen. Aber ich habe es doch durchgezogen. Ja, das Persönliche ist wahrscheinlich diese Serie von Christina Knecht, die mich gebeten hat, ihre Geburt zu fotografieren, beziehungsweise die Geburt der kleinen Anna, weil sie sagt, es gibt keinen größeren Zauber auf der Welt, als einen Menschen auf die Welt zu setzen. Und das hat mich natürlich unsäglich berührt. Das finde ich herrlich, wahrscheinlich sehr verknöchert. Ich stelle mir vor, dass er ein Vierecks-Typus ist. ich soll es jetzt sagen. Bitte zaubere, was immer das für dich in diesem Augenblick bedeutet.